Die Nuss der Woche Nummer 41, Türen bei der Maus. Die elfte Nacht ist bald vor der Tür und wir sehen aktuell die Wahlergebnisse von der Landtag Bayern und Hessen aus. Der 3. Oktober ist nicht nur der Tag der deutschen Einheit, sondern auch wie jedes Jahr der Maustüröffnertag. Diesmal sind wir in Hersbruck. Hier sind wir bei der Gebäudeautomation und Energie GmbH, die seit 5 Jahren Teil der Maustüröffnertag ist. Das Unternehmen beschäftigt sich um das Thema Smart Home, die da zu Hause selber mitdenkt, mit den Geräten von Luftzone. Die Gründer Michael und Sebastian konnten den technikbegeisterten Kinder, Jugendliche die Technik der Zukunft zeigen, währenddessen die Eltern sich beraten lassen konnten. Um bei sich selbst das Smart Home zu holen oder allgemeine Fragen zu den Produkten zu stellen, im hinteren Zimmer waren verschiedene Drähte zu sehen, um zu zeigen, wie es geht. Das neue Office soll ab Herbst, Winter fertig sein. 7 Stunden hinter verschlossene Türen schauen von großen Firmen. Der Blick und die Technologie kennenzulernen, ist am 21.10.2023 in Fürth, Nürnberg und Erlangen möglich, wo Technik, Chemie oder andere Materialien oder Stoffe auf die BesucherInnen warten. 18 Uhr bis 1 Uhr ist die 11. Lange Nacht der Wissenschaft 2023 mit Shuttlebusse. Hier überall hin in der Nacht. Auch für die Kinder und Jugendliche wird ab 14 Uhr bis 17 Uhr was geboten. An der Wissenschaft die 11. Lange Nacht der Wissenschaft von 17 bis 1 Uhr. Wo bist du denn? Es wird gruselig. Zum 31. Oktober 2023 ab 20 Uhr. Für irgendwo einen Zombie. Sind wir für euch am Screamen. Mit den Spielen, die eure Nerven auf die Probe stellen. Minecraft. Bei Werkzeug ist Pummelparty. Ricky und Benjamin freuen sich schon auf den Scream. Und die Gäste, die mit dabei sind. Hinter dir. Leute auf der Straße mit. Erlebt die gruseligste Nacht des Jahres am 31. Oktober 2023 ab 20 Uhr. Würdet ihr den Mut aufbringen, dabei zu sein? Wir sind Menschen. Wir sind Gummibär. Ja, das ist der Trailer vom Halloween-Stream. Da werde ich aber heute Abend im Livestream nochmal etwas sagen. Ja, Thema Wahl in Bayern. Ich habe das zeitlich nicht geschafft, echt genau aufzubereiten. Aber aktuell laufen teilweise noch die Hochrechnungen. Deswegen konnte ich bisher noch kein endgültiges Ergebnis zeigen. Ja. Daher aber, was ich soweit sagen kann, dass in Bayern auf jeden Fall CDU, CSU auf jeden Fall Erstplatz ist und dahinter relativ nah die AfD oder die die grüne Wähler dahinter her anschließen.
Danach kommen die Freien Wähler, dann SPD, dann sonstige Partei und dann die FDP. Das sind aktuell die Zahlen, die ich aktuell habe. Es kann sich aber auch in den nächsten Stunden bis Laufe der nächsten Zeit noch ein bisschen ändern. Kommende Wochen bekommt ihr die genauen Zahlen dann zu sehen, wenn sich dann nichts verändern sollte. Maustüröffnertag ist selbstverständlich. Schaut da sehr gerne vorbei. Ist ein schönes Unternehmen, sehr nett und ja. Und dann noch so ein Thema. Lande nach der Wissenschaft. Schaut auf jeden Fall vorbei. Die Preise werde ich euch dann am kommende Woche dann auch nochmal mitteilen. Bis dahin. Hab erstmal eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bei mir wird echt relativ stressig. Darum wundert euch nicht. Es ist auch bei mir immer seit ein paar Tagen schon wieder relativ stressig. Ich kann gerade all ein bisschen wie sein. Aber ich sage erstmal, hab eine schöne Woche, schönen Tag. Bis nächste Woche. Schönen Tag. Tschüss.